Hey Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute ein Unboxing und Funktionstest vom Launch CRP 919X. Ja, das ist ein neuer Tester, ein neuerer Tester als die ich vorher schon hatte. Ich hatte ja schon vorher den 919E, 919X, habe ich jetzt. Und im Grunde, das erste, was mir aufgefallen ist, was sich verändert hat, ist auf jeden Fall der Koffer. Ist deutlich kleiner, ist nicht so groß und nicht mit Schaumstoff verkleidet. Aber da wollen wir gar nicht darauf hinaus, dass hier sich der Koffer geändert hat, welche anderen Funktionen hatte. Also im Grunde nicht viel andere Funktionen. Neuere Fahrzeuge werden unterstützt, aber das werden die auch mit den älteren Testern, wenn ihr eure Updates kriegt. Hier ist natürlich das aktuelle Update drauf. Was hier eigentlich sich verändert hat, ist die Hardware des Diagnosetesters selbst. Ich starte den jetzt schon mal. Ich mache den immer aus, wenn ich fertig bin mit der Benutzung, weil sonst der Akku sich schon mal nach 3 Tagen entlädt. Aber kommen wir zu den Veränderungen, was hier eigentlich anders ist. Und zwar haben wir hier nämlich einmal das neue aktuelle Android 10.0, ein 1,5 GHz 4-Core-CPU-Prozessor und der Akku hat jetzt 6100 mAh. Und das merkt man aber auch im Vergleich zu dem Tester, den ich ganz am Anfang mal hatte, dass er wirklich auch schon schnell reagiert, wenn man durch das Menü scrollt. Das geht dann schon deutlich flüssiger. Und ich sage euch eins, speziell bei Android-Geräten merkt man das extrem, wenn der RAM-Speicher und der Prozessor, der spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist schon mal das Gerät, aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen Zubehör mit dabei, welches mitgeliefert wird. Das zeige ich euch auch gerade mal kurz. Was ich übrigens jetzt schon mal besser finde, ist, dass der Koffer deutlich kleiner ist als der letzte Koffer. Der letzte Koffer, da sieht man wirklich aus wie ein Flugkapitän. Der war echt groß. So. Einmal die Bedienungsanleitung, Launch Manual. Dann haben wir einmal kabelgebundenes OBD auslesen. Dann haben wir einen USB-C-Stecker auf USB-A für zum Aufladen oder Daten an den Computer übertragen. Und dann haben wir hier, das habe ich noch gar nicht benutzt, ich lade ihn einfach über die USB-Steckdose oder noch besser über OBD. Sobald ihr den an OBD anschließt, lädt sich der Diagnosetester von selbst auf. Auf jeden Fall habt ihr hier nochmal so ein Netzteil und dann habt ihr hier nochmal so ein Schnellstart, hier ist es auch in Deutsch, Schnellstartanleitung, wie man mit dem Gerät umgehen soll. Ne? Aber im Grunde hätte ich gesagt, wenn ihr euch so ein Diagnosegerät anschafft, dann habt ihr schon so ein bisschen Ahnung von Diagnose und vom Auslesen. Das Kabel selbst wird hier oben angeschlossen. Das ist einfach eine Kombuchse. Festgebunden, damit es auch nicht abfliegt. Und hier an der Seite direkt haben wir einen USB-C-Anschluss. Und einen Ausschalter. Und mehr Anschlüsse gibt es hier nicht. Was richtig cool ist, wir haben hier hinten eine Kamera. Wofür benötigen wir eine Kamera bei einem Diagnosegerät? Das ist ganz einfach. Ich war jetzt letztens noch, da habe ich leider die Kamera nicht mitgehabt. Einspritzdüsen anlernen. Injektoren für den Diesel eingelernt und wenn da so ein QR-Code drauf ist, könnt ihr den einscannen und dann könnt ihr das anlernen oder halt manuell ablesen, aber bei manchen Injektoren ist es so, dass man die Codes gar nicht mehr lesen kann, weil die verschwommen sind oder so, aber da habt ihr auch die Möglichkeit, das manuell einzugeben und ihr kennt es ja bei vielen Fahrzeugen, Injektoren müssen angelernt werden, das geht speziell wegen den Abgaswerten. So, ich schließe mal die OBD-Buchse schon mal an und dann schaut mal, was direkt passiert, direkt am Start, also ihr braucht auch nicht viel machen. Wenn der OBD-Stecker angeschlossen wird, erkennt er das sofort, fängt sofort an, die Fahrgestellnummer zu scannen. Wir können auch hier sehen, dass der Akku aufgeladen wird. Ich zoome das Ganze nochmal so ein bisschen ran. Dann habt ihr auch ein bisschen mehr davon. Und wenn ich auch noch die Zündung anmache, dann wird es auch funktionieren. Wir bestätigen einmal mit OK. Und der macht auch schon sofort von alleine vollautomatisch den Schnelltest. Ihr könnt den beenden, indem ihr Pause drückt oder hier auf Zurück geht. Aber wir lassen ihn jetzt mal durchlaufen. Gucken wir mal so, was der Golf hat.
Während die Diagnose hier läuft, ihr seht, es dauert ein bisschen länger. Warum? Ich habe nicht so viele Steuergeräte und deshalb rödelt er sich hier ein zurecht. Kann man so ein bisschen was zum Gerät sagen? Also wir haben hier auch so einen Hebel zum Öffnen, wo ich benutze. Wir haben hier auch so ein ja, zum Aufstellen auf den Tisch. Aber wofür ich das gerne benutze, das zeige ich euch gerade mal. Ich mache das ganz häufig, dass ich den Tester hier nämlich am Lenkrad mir aufhänge und dann hier so dran rumspielen kann. Das ist viel schöner, als wenn man den auf den Schalthebel legt oder irgendwo, ja, man hat einen Beifahrer oder so, der hält das fest. So funktioniert das immer super. Also das finde ich recht praktisch. Deshalb finde ich das gut, dass hier so ein Loch ist. Schön hier aufhängen und dann funktioniert das Ganze auch. So, wir gehen aber wieder runter. Na, was ist denn das? Da hat ja Fehler im Fehlerspeicher. Gibt's ja gar nicht. Wir können hier auch schon mal gucken, während er noch ausliest, können wir schon gucken. Hättet ihr ein älteres System oder langsameren Prozessor oder so, dann kann das schon mal zu Problemen führen, weil er dann sagt, oi, da wird er so ein bisschen überfordert sein. Das geht hier wunderbar. Türelektronik Fahrerseite. Türelektronik Beifahrerseite. Ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Mir sind nämlich die Türkontakte abgefallen. Nicht Türkontakte. Pfützenlicht ist mir abgefallen. Ich habe nämlich Pfützenlicht. Hat da sonst noch was? Oh, Diagnose-Interface. Da könnte zum Beispiel das Radio gespeichert sein. Mal schauen. Wir lassen uns gleich überraschen. Bevor wir aber das Steuergerät erstmal durchchecken, was da alles nicht in Ordnung oder in Ordnung ist, würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit dem Menü. Sieht eigentlich aus wie bei vielen anderen oder wie bei den vorherigen auch. Aber einmal kurz drüber gegangen. Wir haben ja einmal die Diagnose, OBD2, reines OBD2, IM, dann Serviceinformationen, Batteriespannung, andere Module, Shop, Upgrade und Einstellungen. Bevor ihr das Gerät überhaupt ins Auto mitnimmt, wenn ihr euch das kauft, als erstes einmal ans Internet anschließen, ans Ladegerät und ich kann euch sagen, ihr könnt einen halben Tag Updates machen. Hier gibt es alle paar Stunden, nicht alle paar Stunden, aber alle paar Tage gibt es hier Updates zum Runterladen und das ist auch wichtig, dass ihr die macht. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Und gehen wir mal durch. So, wir haben hier einmal die Fahrzeugdiagnose. Die Diagnose beinhaltet Fahrzeugmodelle. Leute, von denen habt ihr teilweise noch nicht mal was gehört. Chuhutsu, Chang'an, Citroën, Dacia, DF Peugeot, dann Daihatsu, Ford und Leute, Jaguar, Iveco, Lancia, also die ganzen Fahrzeuge, also alles, was ihr kennt und noch viel mehr. Zum Beispiel hier Yukumazu Xing, also Leute, gibt Fahrzeuge, die kann man noch nicht mal aussprechen, sind hier auf jeden Fall dabei. Die kann man manuell auswählen. Oder wir gehen hier in die intelligente Diagnose. Das heißt, wenn er mal das Fahrzeug nicht automatisch anfangen sollte, die Fahrgestellnummer zu lesen und auszulesen, könnte hier drauf gehen und er holt sich die Fahrgestellnummer direkt, versucht er die auszulesen. Aber Achtung, nicht alle Fahrzeuge unterstützen diese Funktion. So, das wäre es zum Beispiel zum ersten Fenster. OBD2, das ist die Standard-OBD-Funktion. Bedeutet, wenn ihr in irgendwie Steuergeräte nicht reinkommt, oder es gibt Fahrzeuge, die haben einfach nur OBD. Die haben jetzt nicht irgendwie eine große Diagnose oder wie auch immer. OBD ist manchmal auch wichtig auszulesen. Abgasrelevante Fehler. IM, VCI verbinden und Bereitschaft. Der OBD-Stecker ist bereit. Es gibt nämlich auch kabellose Module. Dann haben wir diese Serviceinformationen und das ist sehr interessant. Da hat mich letztens nämlich schon ein Zuschauer angeschrieben, nicht nur einer, sondern mehrere und die haben ganz gewisse Dinge gefragt. Und zwar eine ganz wichtige Sache, die er sagte, Dieselpartikelfilter anlernen und zurücksetzen. Ja, geht. Dann hat er gesagt, AdBlue Rückstellung. Ja, AdBlue kann man zurückstellen, denn er sagte, wenn er das mal rauskodiert oder umkodiert oder keine Ahnung was, muss er das AdBlue zurückstellen. Und neben diesen zwei Funktionen gibt es all mögliche Service-Funktionen, allerdings
Auch wenn euer Fahrzeug das unterstützt. Ich hatte nämlich letztens ein Fahrzeug, da habe ich das AGR gewechselt und wollte eine Grundeinstellung machen. Leute, das Fahrzeug hat es nicht angeboten, beziehungsweise braucht er keine Grundeinstellung fürs AGR-Ventil. Und deshalb habe ich die auch nicht gemacht. Und ja, was gibt es denn hier noch? Bremsenentlüftung. Manche Fahrzeuge, da muss man einfach die Bremse mit einem OBD-Tester entlüften, damit auch wirklich die komplette Bremsflüssigkeit rauskommt oder damit die Luftbläschen aus dem ABS-Steuergerät rauskommen. Bekannte Funktionen, die halt für den Service sind. Und natürlich haben wir auch die Service-Zurückstellung, Ölservice und Inspektion. Und wenn ihr hier drauf drückt, dann geht er nicht in irgendwas rein, sondern er sagt, verbindet euch auch mit dem OBD-Stecker. Ich sage jetzt mal bestätigen. Und dann verbindet er sich mit dem Fahrzeug. Und wenn er irgendwas nicht findet, dann fragt er nochmal, was für ein Fahrzeug haben wir denn da? Und er hat auch das richtige Protokoll, das richtige Programm, um das Ganze zurückzusetzen. So, und hier fragt er mich jetzt, was hast du für ein Fahrzeug? Er hat Programme, geschriebene Programme für die ganzen Fahrzeuge, um den Service zurückzustellen. Und da wäre, jetzt wenn ich ein bisschen suchen würde, dann würde ich auch meinen Golf finden. Das einmal zu diesen Button Service-Informationen. Batteriespannung. Ach ja, so, hier haben wir einmal die Batteriespannung. Ne? Wenn ich jetzt die Lüftung anmache, zack, geht die Batteriespannung runter. Ach ja, bei Service-Informationen auch hier Batterie wechseln. Ne? Manche Fahrzeuge, wenn man oder neuere Fahrzeuge, da muss die Batterie angelernt werden. Geht auch damit. Logisch, Leute. Kodieren, anlernen, Grundeinstellung geht mit diesem Gerät. Ja, dann haben wir einmal den Shop. Wir können hier einkaufen, Updates kaufen. Hier Update. Hier macht ihr auf jeden Fall eure Updates. Und bei den Einstellungen, da waren wir gerade schon drin. Hier könnt ihr Lautstärke, hier könnt ihr euch ein Netzwerk raussuchen. Die Sprache einstellen. Schauen wir uns einmal die Sprachen an. Das ist natürlich ganz wichtig für euch. Wir haben hier Deutsch, Französisch, Spanisch, irgendeine asiatische Sprache, Englisch. Und dann geht es hier nochmal weiter. Italienisch, Portugiesisch, Polnisch. Also diverse Sprachen, die wir hier auf diesem Gerät haben. Ja, und das wäre es zum Beispiel schon mal für die Startseite. Jetzt gehen wir nochmal in die Diagnose und schauen uns die Diagnose an meinem Golf an, was da möglich ist. Ich sehe, dass das Display gerade so ein bisschen zu hell ist. Oh, der ist auch schon fertig. Dann gehen wir zurück und da können wir die Fehler sehen. Aber wir machen jetzt mal eins. Wir gehen in die Optionen und dann zeige ich euch mal was. Also wir haben schon mal so grobe Einstellungen. Ihr könnt nicht hier ins Android-Menü in die Einstellungen. Aber was ich machen wollte, die Helligkeit des Displays. Ich fahre die mal so ein bisschen runter und schaue das an. Dann kann man direkt viel schöner auf der Kamera das Ganze beobachten. So, jetzt gehen wir nochmal in die Diagnose. Dann sind wir hier in diesem Bildschirm, wo wir die Diagnose gemacht haben. Und wir können uns direkt einen Bericht ausdrucken als PDF. Wenn ihr eure Daten da eingegeben habt, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Bericht runterzuladen, auszudrucken am Computer. Ihr könnt es per E-Mail senden, wenn ihr w mit WLAN verbunden habt. Ich habe hier sogar WLAN und das ist auch eine coole Option, wenn man nämlich mit dem Internet verbunden ist. Dann gibt es hier nochmal ein paar Optionen mehr. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, wir schauen erstmal, was wir hier für Fehler haben. Diagnose-Interface. Hier rechts auf den Pfeil drücken und er geht dann da rein. Sagt nochmal, welche Fahrgestellnummer wir haben, was für ein Steuergerät verbaut ist und Fehlerspeicher lesen. Datenbus vom Infotainment, kein Signal, keine Kommunikation. So, und jetzt hat er hier einfach, das ist irgendein Fehler, der ist hier unbekannt oder ja, weiß der Geier, was das ist. Und jetzt wollen wir mal rausfinden, was das ist. Und normalerweise müssen wir den Fehlercode 01305 irgendwo kopieren und uns da durchs Internet wühlen. Wir können hier auch auf verwandte Suchen drücken und dann öffnet er das Internet. Und wir akzeptieren die Bedingungen und dann öffnet er uns natürlich in Chrome Explorer mögliche Fehler, die es dazu gibt. Und ihr seht hier hat einer eine Sicherung und sowas, also speziell was den Fehlercode angeht, der ist hier in der Suche VW 01305. Gehen wir hier einmal zurück. So, wir können jetzt den Fehler hier, wenn ich einmal zurückgehe. Ich mache das in der Regel so, Fehlerspeicher löschen und nach einigen Tagen oder nach kurzer Zeit lese ich nochmal aus. Und der geht hier gar nicht weg, da sollte man vielleicht mal doch gucken, was damit sein kann. Es kann aber sein, dass es am Radio liegt, weil da der Kennbus nämlich unterbrochen wurde. Schauen wir mal, ob die anderen Fehler auch damit zu tun haben. Das interessiert mich jetzt selbst. Tür, Elektronik, Fahrerseite. Hier sagt er auch nochmal die Information, DTCs lesen. Und da sagt er,
Außenwarnleuchte, Tür, ne? Das ist die, die ich gesagt habe. Das ist das Pfützenlicht, das scheint hier kaputt zu sein. Und Schalter für Spiegelverstellung. Oioioi, Schalter für Spiegelverstellung. Na, was ist denn damit? Signal unplausibel. Sollen wir uns das mal anschauen? Also, die Zündung ist an. Und ich guck mal, ob das Signal tatsächlich unplausibel ist. Na, das war rechts. Na, hier scheint alles zu funktionieren. Und auch hier hätte ich gesagt, speziell was die Fehler angeht, die können wir einmal löschen, aber ein Fehler bleibt drin, und zwar der für das Pfützenlicht. Den kriegen wir einfach nicht weg. So, Fehlerspeicher löschen. Ja. Und Fehler sind gelöscht. Wir haben auch keine Fehler mehr im Fehlerspeicher. So, dann gehen wir mal in den nächsten. Beifahrerelektronik, Außenwarnleuchte, Türleuchte, Beifahrerseite, elektrische Störung, Fehler im Stromkreis, bedeutet, da ist ein Kabel unterbrochen. Ja, es ist ein Kabel unterbrochen, und zwar ist es, weil das Ding ist nämlich abgefallen. Das brauchen wir auch gar nicht löschen. Ich wollte euch vielleicht mal was anderes zeigen. Und zwar bin ich jetzt schon wieder im Türsteigerät auf der Fahrerseite, und da können wir nämlich so den Betätigungstest uns einmal anschauen. Motoren der Zentralverriegelung, den können wir jetzt mal testen. So, da hat es geöffnet, zack. So, jetzt geht das Fenster auf. Oioioi. Ah, das muss man sich eigentlich anschauen. Das ist der Betätigungstest, und der macht eins nach dem anderen. Und der hat jetzt auch zum Beispiel das Fenster aufgemacht. Jetzt schließt das wieder, ne? So, das ist wieder zu. Macht er ganz von alleine. Und der Test ist jetzt beendet. Aber noch was anderes. So, jetzt gehen wir einmal in den Datenstrom lesen, denn vom Kanal lesen, von der Liste, wir machen einfach mal von der Liste. Jetzt hatten wir gerade das Problem mit dem Spiegelverstellknopf. Der sagt unplausibles Signal, und wir wissen jetzt nicht, ist der Stellmotor kaputt oder ist der Knopf kaputt. Und da testen wir jetzt einmal den Knopf für die Spiegelverstellung. Wählschalter für Rückspiegel, da ist der Wählschalter für Rückspiegel. Gibt es hier noch mehr? Ne, so. Den suchen wir uns einmal aus, und dann machen wir einmal bestätigen. So, und da hat er jetzt den Status aus. Ich denke mal, das könnt ihr gut sehen. So, ich drehe den jetzt mal auf links. Habt ihr gesehen? Der ist hier auf links gesprungen. Jetzt machen wir den einfach mal auf rechts. So, das springt er jetzt auf rechts. So, und hier sehen wir schon mal, dass wir die Position auslesen können. Dann haben wir den Fensterheber, den können wir den Zustand prüfen, und wenn uns das Ganze hier einmal auswählen, dann schauen wir mal, dann können wir nämlich die Knöpfe testen. Spiegelverstellschalter, das zeigt er nämlich oben links oder rechts. Jetzt zeigt er rechts. So, jetzt gehen wir nochmal auf links, und hier der Spiegelverstellschalter nicht betätigt, und Position X minus Position X plus. So, jetzt mache ich den mal runter, da macht er wahrscheinlich Position Y minus, und nach oben Position Y plus. Gut geraten, gut geraten. Zusatzblinker, Rückspiegel, Fahrerseite. So, jetzt blinke ich einfach mal nach links. Inaktiv, wenn ich blinke, aktiviert. Taster für Fensterheber, Fahrertür. So. Nicht betätigt, und jetzt mache ich das Fenster mal hoch. Automatisch schließen. So, jetzt mache ich den mal nur einen Knopf runter, dass ich den festhalte. So, dann sagt er manuelles Öffnen. Jetzt drücke ich den ganz runter. Automatisches Öffnen. Jetzt ziehe ich den mal ganz fest, dass er automatisch schließt. Ich habe den nämlich gerade noch losgelassen. Und er zeigt ja die Schalterstellung. Man muss den festhalten, und dann sagt er hier automatisch schließen. Eine Sache, die ihr vielleicht noch interessant findet, und zwar gehen wir einmal in den Schalttafeleinsatz. Da wollte ich euch nochmal was zeigen. Auch hier sind einige Dinge möglich. Und zwar neben dem Fehlerspeicher auslesen, was für euch natürlich interessant ist, ist der Betätigungstest. Und da schalten wir einfach mal akustische Meldung des Blinkers. Wir machen das einmal auf Betätigen, und jetzt mache ich Bestätigen. Und starten. Seht ihr? Der Blinker läuft. Anzeige für Leistung. Da bin ich jetzt selber interessiert, was da auftaucht. Das kenne ich ja gar nicht. Bestätigen und starten. Fehler beim Start.
Er hat nämlich die Anzeige gar nicht, die das anzeigen kann, seht ihr? So, das ist zum Beispiel eine Sache, die wird hier angezeigt, aber das Fahrzeug verfügt über dieses nicht. Drehzahlmesser. Ah, das ist interessant. So, wenn ihr euch jetzt einmal den Drehzahlmesser anschaut. So, wir machen einmal bestätigen und starten. Guck mal, wie der Drehzahlmesser hochgeht. Und da geht er auch schon wieder runter. Und wir machen Stopp. Und da können wir wieder zurückgehen. Ihr könnt euch natürlich auch mehrere Sachen auswählen. Bitte wählen Sie nur eines der Felder aus. Okay, also habe ich schon wieder Sachen erzählt, die nicht stimmen. Kontrollleuchte für Bremsbelag, Öldruck. Also ihr könnt jede einzelne Kontrollleuchte hier prüfen. Testbild im Mitteldisplay. Da schauen wir uns das Testbild einmal an und machen einmal bestätigen. Starten. Und wir haben kein Testbild. Denn auch hier habe ich nur das einfache Display, also kein Volldisplay. So, das wäre es schon mal dazu. Was mich häufig schon mal jemand fragt, geht denn mit dem Tester auch kodieren? Das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Da gehen wir das ins Zentralkomfortsteuergerät und schauen uns mal an, ob man kodieren kann. Das Steuergerät, welches zum Kodieren verwendet wird, ist die 19 Zentralelektrik, elektronisches Zentralkomfortmodul. Und da können wir auch wieder hier Datenströme lesen, zum Beispiel für Leuchtmittel und sowas. Wir können auch Betätigungstest machen. Das ist interessant, das zeige ich euch mal von der Liste. Und da machen wir Abblendlichter links, rechts. Das müsst ihr euch mal anschauen. Also jetzt wisst ihr zum Beispiel nicht, ob euer Schalter kaputt ist oder so. Abblendlichter rechts, rechts. Bestätigen. Und wir machen Starten. Abblendlichter sind angegangen. So, jetzt machen wir nochmal. Und hier sagt er sogar Auslastungszustand 99,61%. Und wir machen jetzt wieder Stopp und da sind wir fertig damit. Das hat ja auch schon mal super funktioniert. Ne? Das könnt ihr zum Beispiel im Zentralkomfortsteuergerät machen. Ihr könnt auch hier die Hupe betätigen oder. So, und jetzt kommt es dazu. Ihr wollt wissen, kann man damit kodieren? Wir gehen einmal in die Kodierung. Das Fahrzeug ist nicht mit dieser Funktion ausgestattet. Kodierung 2. Wir gehen in die lange Kodierung. Code der Hauptsteuereinheit. Hier haben wir einmal den langen Code. Ja, ich bin mir sicher, ich will hier was kodieren. Und das Problem hier ist aber, wir müssen die Kodierung, können wir höchstens manuell ändern. Also er sagt euch nicht, was kann man hier machen. Zur Auswahl steht uns zum Beispiel nochmal die Anpassung, wenn wir in die Anpassung reingehen. Und dafür, dass ihr dort in diesem Kanal bei der langen Kodierung hier nichts machen könnt, habt ihr aber dann hier die Anpassung und dann geht ihr in die Liste rein. Und wenn euer Fahrzeug etwas unterstützt, dann könnt ihr das auch umkodieren. Zum Beispiel Komfortblinkerzyklen. Das muss man normalerweise kodieren. Hier wird das als unterstützt angezeigt. Mal schauen. Gespeicherwert ist 3. Also, wenn wir jetzt auf der Autobahn fahren, dann blinkt er dreimal, wenn wir den Blinker betätigen. Ja, wir schauen einmal, ob das hier auch stimmt, damit ihr euch das auch ansehen könnt. 3. So, können wir den Wert ändern? So, aktueller Wert ist 3 und wir machen zum Beispiel 5. Okay. Speichern. Na, bin ich jetzt gespannt. Adaption erfolgreich durchgeführt. Er hat jetzt einen neuen Wert und zwar ist das 5-mal blinken und wir machen es mal. Leute, er hat 5-mal Komfortblinken. Hier, ich mache nichts. 5-mal Komfortblinken. So, jetzt drücken wir hier nochmal rein. Wir wollen es natürlich wieder auf 3 haben. 3, okay, speichern. Erfolgreich durchgeführt. Er hat jetzt da die 3 und noch einmal. Dreimal blinken und er blinkt dreimal. Ne? Also hier an dieser Stelle, Leute, die Kodierung erfolgt anders als das, was nicht wirklich direkt über die Kodierung, wie wir sie kennen, wo wir drauf gehen, oh, kodieren. Hier werdet ihr mit begleitet beim Kodieren. Automatische Entsperrung, das heißt, wenn ich den Motor ausmache dann, und den Schlüssel ziehe, dann öffnet automatisch Informationen und aktueller Status. Und ich kann den Wert hier, gespeicherter Wert, das ist auch schon wieder so ein bisschen schwierig, Leute. Und wir haben hier aber noch selektive Einzeltürverriegelung. Mal schauen, was er hier machen kann.
Status, Information, Einzeltür, Zündung bei 0, öffnet er einzelne Türen. Tja, Leute, also habt ihr gesehen, auch bei VW kodieren ja, aber nicht so in die Tiefe. Also ich glaube sogar, wenn Funktionen, teilweise gibt es Funktionen, die werden hier vielleicht sogar gar nicht angezeigt, wenn, ja, also über die manuelle Kodierung habt ihr auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Hier habt ihr aber zumindest die sichere Methode der Kodierung und so, dass man sie auch nicht kaputt, die Übersicht ist einfach einfacher. Man kann sich nicht mal eben verklicken, irgendwas kaputt machen. So, das war's mit dem Tester. Ich kann euch eins sagen, Leute. Ich habe den ja schon früher mal, dieses Diagnosegerät, bei meinem Benz getestet. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kommt die Frage, funktioniert das bei Mazda? Ja, Leute, es funktioniert beim Mazda. Funktioniert das bei Mercedes? Ja, Leute, es funktioniert beim Mercedes. Die ganzen Fahrzeuge, die hier aufgelistet sind, und da könnte von ausgehen, dass euer Fahrzeug mit dabei ist, was hier so auf der Straße ist, das sind sie alle drin. Aber um nochmal sicher zu gehen, guckt auf der Herstellerwebseite. Fragt nicht mich, ob da jetzt ein Daihatsu geht oder so, Leute. Guckt auf der Herstellerwebseite und guckt, was er auch unterstützt. Und ich kann euch eins sagen, die Programme, die hier drauf sind, ob es ein Daihatsu, Nissan, Mazda, Toyota oder Hyundai ist, wenn er hier drauf ist, dann habt ihr die volle Diagnose, den vollen Umfang der fast originalen, oder ich würde sagen, den vollen Umfang der originalen Diagnose. Ihr könnt tief in die Steuergeräte rein, natürlich so tief, wie man auch mit einem originalen Diagnosegerät reinkommt oder wie der Fahrzeughersteller es erlaubt oder zulässt, damit ihr da eine Diagnose machen könnt. Denn es gibt auch manche Sachen, die wollen die Hersteller nicht, dass man da reingeht. Und da will natürlich auch Launch nicht, dass man in den Einstellungen in den Werkseinstellungen drin rumspielt. Denn dieses Gerät soll dafür da sein, um eine anständige Diagnose zu machen und nicht irgendwie an Motorsteuergeräten irgendwas oder an anderen Steuergeräten irgendwas kaputt zu machen, sondern soll für eine anständige Diagnose und Reparaturunterstützung das Werkzeug sein. Tja, Leute, und das war's dann auch schon zum Thema Launch Creda Professional 919X. Ja, eine kurze Vorstellung. Habt ihr Ideen? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwas ganz Spezielles habt oder so. Aber die Fragen, kann ich dies oder jenes Fahrzeug auslesen? Schaut beim Hersteller, ob er das kann. Andere Sachen für Fahrzeuge, die mir hier zur Verfügung stehen, zum Beispiel mein Golf, mein Mercedes oder so, da kann ich mal eben schnell irgendwas gucken oder so und vielleicht ein kurzes Video dazu drehen. Aber ja, aber sonst hätte ich gesagt, Leute, ein tolles Gerät, weil sehr umfangreich und natürlich auch gut beschrieben. Ich habe übrigens auch mal den Service angeschrieben und ja, glaubt mir, der Service antwortet, okay, innerhalb 24 Stunden, aber ich habe spät abends geschrieben. Am nächsten Tag früh um 9 Uhr hatte ich schon eine Antwort auf meine Frage. Und ihr habt hier auch, wenn mal irgendwas nicht passt mit der Diagnose oder so, da gibt es einen Knopf, Fehler melden oder sowas. Und dann die E-Mail, die ihr hier eingetragen habt, kriegt ihr auch eine Antwort dazu. Ne? Und ihr habt auch einen deutschen Support. Ihr könnt bei Launch, wenn ihr ein aktives Abonnement habt, dann könnt ihr auch bei Launch anrufen. Ihr habt nämlich ein offizielles Konto. Ihr müsst euch da registrieren. Und dann könnt ihr natürlich auch den deutschen Vertrieb dazu befragen und sich vielleicht auch mal eine Unterstützung da holen, wenn es um das Gerät geht. Denn Launch ist Launch und das ist Service weltweit. Ja, Leute, okay, das war's in diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Kleinigkeiten zeigen, ein paar Tipps und Tricks oder euch weiterhelfen, speziell was die Diagnose am Fahrzeug angeht. Bedanke mich ganz herzlich bei Launch, dass sie mir das Gerät zur Verfügung gestellt haben, damit ich dieses Video für euch machen kann. Und wir sehen uns demnächst auf YouTube, Leute. Tschüss, euer Schrauber.